Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda The Minish Cap. Ich bin der Generation Gamer G6 und ja, wir haben mittlerweile die Ocarina. So, wir sind zurückgeflogen. Wir werden jetzt erst einmal wieder klein und machen uns auf der weiteren Suche nach dem nächsten Element, welches wir ja nicht bekommen haben. Sehr ärgerlich. So, jetzt sind wir erstmal wieder klein. Jetzt können wir nämlich hier oben reinlaufen. In diesen kleinen Pilz oder was auch immer es ist. Nanu, ein Gast. Welch seltene Ehre. Wenn du Fragen hast, dann frag mich. Ich weiß fast alles. Wie? Du willst in den Tempel, den man vom See aus sieht? Es gibt einen Minish, der den Tempel vor langer Zeit einmal betreten hat. Er heißt Lexter und lebt in der Bücherei in der Stadt. Ja, wunderbar. Die Bücherei müsste bald aufmachen. Geh doch mal hin. Ja, das werden wir auch machen. Moment. Kann ich da was tauschen? Beziehungsweise Fragmente vereinen? Du willst Fragmente vereinen? Lass es uns ausprobieren. Okay. Aber es muss natürlich jetzt hier das rote Gegenstück sein. Und ich hab's, glaube ich, nicht. Nö. Was anderes wird nicht passen. Ja, schade. Du willst nicht? Na gut, bis zum nächsten Mal. Ja, was heißt, ich will nicht, ich kann dich. Mir fehlt das richtige Teil. Egal, dann werden wir jetzt erstmal wieder groß. Ja, und dann geht's weiter. Wir nehmen natürlich noch gerne hier den einen oder anderen Rubin mit. Aber jetzt geht's erstmal wieder zurück zur Lunun Farm. Und ja, ich würde mal sagen, dann machen wir uns mal gleich auf den Weg in Richtung Stadt Hyrule. Und zur Bücherei, denn das wird unser nächster Stopp sein, wo wir hin müssen. So. Ja, scheint, als wenn das Spiel dann doch umfangreicher und größer wird, als ich mir das gedacht habe. Denn so einfach mit dem dritten Dungeon und dem dritten Element ist es dann doch nicht. Boah, Pfeile nehmen wir immer gerne mit. So, die Ocarina brauchen wir aber eigentlich nicht. Ich statte mich mal hier wieder standardgemäß mit Schild und Schwert aus. So. So, jetzt müssen wir irgendwo zur Bücherei. Aber wo geht es zur Bücherei? Ist das die Bücherei? Ja, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Fragen wir doch mal nach. Willkommen in der Bücherei. Ja, wunderbar. Wenn das nicht Link ist. Ja, Albrechts Enkelkind. Sieh dich in Ruhe um. Tja, wer sucht, der findet. Hat ja mal ganz gut funktioniert. So, jetzt können wir hier noch ein Stockwerk höher laufen. Und da sitzt ein alter Mann. Da könnten wir wohl auch Fragmente vereinen, jawohl. Ja, wir wollen auf jeden Fall mal es ausprobieren. Grüne hatte ich auf jeden Fall. Und das passt wunderbar. Die beiden Fragmente passen perfekt. Jetzt könnte etwas Gutes passieren. Hoffen wir es doch mal. Ah, okay. Oh, eine Schlange, aber eine goldene. Das könnte... Irgendwo, ja. Im Innenhof von Schloss Hyrule. Eine goldene Schlange, das könnte schon was Besonderes werden. Vielleicht bekommen wir damit etwas Großes. Aber ich sehe da auch kleine Fußspuren. Ah, ein Krug. Ja, Moment. So, jetzt können wir... Da können wir natürlich jetzt nichts machen. Nee, wir brauchen diesen Umkehrstab. So. Genau den brauchen wir. Und dann können wir das Ding jetzt hier nämlich umdrehen und zack, wir haben ein Portal, um wieder klein zu werden.
Denn diese Fußspuren, die sahen mir schon ziemlich verdächtig aus. Und wo sollte auch woanders als in diesem Regal dieser legendäre kleine Minish leben, der schon mal in diesem Tempel war? So, da haben wir natürlich jetzt auch den ganz kleinen Mini-Eingang nur für kleine Minish, so wie wir. So, da haben wir die kleinen Fußspuren und dann laufen wir mal hin. Jawohl! Hier scheinen wir schon mal richtig zu sein. Eine kleine Schräge haben wir auch, um hier hochzukommen. Hey, na sowas! Na sowas! Na sowas! Die Bücher wurden verliehen! Tja, und nun kommen wir nicht mehr. Jetzt kommen sie nicht mehr zurück zu Lexter dem Ältesten. Beziehungsweise sie kommen jetzt nicht mehr zurück. Tja, ob der Älteste auch alleine klarkommt. Die Bibliothekarin müsste eigentlich wissen, wer die Bücher hat. Wir Minish sind da vollkommen hilflos. Ja, man sieht ja auch schon, das eine Buch, das hat ja hier so wie eine kleine Leiter mit innen begriffen, damit wir hier zum Ältesten hochklettern können. Aber wenn die bestimmten Bücher nicht richtig einsortiert sind, dann bringt es uns nichts. Das heißt, wir müssen jetzt erst einmal wieder diese Bücher beschaffen. Heißt, zurück zur Anmeldung, wollte ich gerade sagen. Was macht der denn eigentlich? Der macht erstmal gar nichts. Und, ja, willkommen in der Stadtbücherei, wenn das nicht Link. Bla bla bla. Das ist das Problem. Sie sind schon lange ausgeliehen und werden einfach nicht zurückgebracht. Ah, okay, das Bilderbuch der Tierwelt zum Beispiel, das hat. Genau! Das hat eine Katzenbesitzerin ausgeliehen. Ah, okay, also jetzt werden wir eine Katzenliebhaberin hier finden müssen. Das heißt, irgendwo, wo jetzt Katzen sind, oder wo hier Katzen rumlaufen, könnte unser nächstes Ziel sein. Jetzt müssen wir natürlich erstmal rumlaufen und suchen. Was für ein nutzloser Kauz. In diesem Zimmer stimmt etwas nicht. Aber ob das ein Katzenliebhaber ist? Auf meinem Ferienhaus am Hüliersee. Ein hübsches, gemütliches Häuschen. Dort bastle ich Masken, ja, aber das ist kein Katzenliebhaber. Jetzt können wir natürlich auch Fragmente vereinen. Das probieren wir natürlich jetzt mal. Aber ich fürchte, dass wir hier noch nicht an der richtigen Adresse sind. Das passt aber. Wunderbar, so hat es sich schon mal gelohnt. Vielleicht bekommen wir jetzt ja was Nützliches dafür. Das könnte bei einer Lunun-Farm sein, wenn ich das richtig jetzt mal so deute. Ah, ein Geheimeingang. Ja, ist die Lunun-Farm. Tjo, dann schauen wir doch da später mal vorbei. Wir brauchen aber einen Katzenliebhaber, beziehungsweise eine Katzenliebhaberin war es ja, soweit ich das jetzt in Erinnerung habe. Wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Wo könnten Katzen sein? So, da haben wir spielende Kinder, das bringt uns aber nichts. Da haben wir wieder diesen alten Herrn. Da haben wir mal drei Grazien. Die sind aber alles andere als Katzenliebhaber, glaube ich, denn die haben keine Katzen. Hier haben wir ja schon mal einen Hund. Aber das bringt uns auch nichts. Also, weitersuchen. So. Bekommen wir hier was? Na, hier ist auch ein Hund. Wie? Das Buch aus der Bücherei? Bilderbuch, Bilderlexikon aus der Tierwelt? Ah, das hat sie also ausgeliehen. Okay. Ah, okay, ja, da haben wir ja schon mal die Katze. Nanu. Oh, sieh doch, Link. Das Buch liegt auf dem Bücherregal. Ach, da oben, ich sehe schon. Aber wie kommen wir da nur hin? Von hier aus ist es unerreichbar. Und eine Leiter gibt es auch nicht. Es liegt auch so weit hinten, dass es nichts nützt, am Regal zu rütteln.
Ja, was sollen wir nur tun? Na, die Katze sitzt da auch ziemlich ratlos. Ach ja, wir haben ja einen Krug hier. Klar, wir müssen klein werden. So, dann machen wir es doch auch mal. Bum, 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 bum. Jetzt sind wir schon mal ganz mikroskopisch klein und jetzt hoffe ich mal, dass uns der Hund hier aber nicht als Fressen nimmt. Okay, wir können in den Kamin. Oh, aber wir müssen in den zweiten, so wie es aussieht. Das heißt, der zweite brennt, da kommen wir aber jetzt nicht rein, außer wir werden gleich zu einem Grillfleisch. Das heißt, wir müssen erst einmal das Feuer löschen. Und das bedeutet, wir brauchen eine leere Flasche mit Wasser und müssen das dann erstmal löschen. So, wo bekommen wir jetzt Wasser her? Reicht das schon? Als Wasserquelle? Nee, oder? Das wäre doch so praktisch gewesen. Aber nein, wir müssen hier erstmal wahrscheinlich irgendwo zum Fluss. Ja. Du hast Wasser in die Flasche gefüllt. Gieß es und dann wird etwas passieren. In diesem Fall werden wir dann wahrscheinlich das Feuer löschen. Hoffe ich zumindest mal. So. Man sollte es auch nicht zur Seite gießen. Nochmal. Nein, jetzt gehe ich gleich selber baden. Macht nichts, wenn ich nass bin, dann brenne ich auch nicht. Ja, und wieder haben wir Wasser in eine Flasche gefüllt. Und probieren wir das jetzt nochmal auf ein neues. So. Und diesmal nicht zur Seite, sondern nach vorne. Wunderbar. So, und jetzt können wir klein werden und dann können wir auch da oben rüber gehen. Tja, das ist nicht immer alles so einfach, wie es im ersten Moment ausschaut. So, schon können wir hier in das nächste Haus rüberlaufen. Kommen auch hier Überraschungen aus dem Kamin und... Oh, die Katze dort starrt uns an. Die hat sicher nichts Gutes im Sinn. Ich glaube auch nicht. Wahrscheinlich hält sie uns für eine Maus oder irgendwas. Puh, das war ein Schreck. Wenn man klein ist, sind die Gefahren riesig groß. So, und jetzt können wir das Buch hier runterschmeißen. Und wir gehen wieder zurück. Als kleiner Mensch bringt uns das jetzt aber nichts. Wir müssen jetzt erstmal wieder zurück in das andere Haus. Groß werden, zurücklaufen und dann haben wir hoffentlich das Buch und können es zurück in die Bibliothek bringen. So, einmal rübergelaufen. Und... Da-da-da-da! Bilderlexikon aus der Tierwelt. Ja, wir haben es endlich... Und jetzt würde ich mal sagen, bringen wir es auch schnellstens zurück. Es war ja schon lang genug ausgeliehen. So, war die Bibliothek? Hier war sie. So, Buch Nummer 1. Dieses Bilderlexikon der Tierwelt war schon ewig ausgeliehen. Ah ja, Link, du hast es mir zurückgebracht. Danke, das ist eine große Hilfe. Ach, du bist wirklich sehr nett. Ja, so sind wir. Aber als nächstes wäre da das Buch. Genau, die Legende der Menisch. Ist auch schon lange überfällig. Das hat ein Forscher, der etwas zerstreut wirkt. Und er wohnt in der Nähe der Mühle am Bach. Okay, also ein alter Mann, ein Mann, der etwas verstreut wirkt. So einen Bach haben wir ja hier schon mal. Jetzt müssen wir noch die Mühle finden. So, hier kommen wir aber nicht weiter. Müssen wir aber außen rumlaufen. Oder was ist hier? Ist das etwa schon der Mann? Meine Familie zieht auch bald hierher. Ich will mich hier niederlassen. Ja, schön für dich, aber das bringt mir ja jetzt nichts.
Verdammt. So. Mühle am Bach. So, hier kommen wir nicht rüber. Aber hier haben wir schon mal die Mühle, so wie es aussieht. Ich habe doch hier dieses Rad gesehen. Ja, wenn wir hier, da haben wir es. Jetzt müssen wir da nur irgendwie rüberkommen. Und mich lässt der schleichende Gedanke nicht los, dass wir hier gleich irgendwo wieder klein werden müssen. Oder können wir außen rumlaufen? Aber eigentlich nicht. Eigentlich ist Stadt Hyrule ja eingegrenzt. Eigentlich müssten wir jetzt hier kleiner werden, um über diesen kleinen Steg hier, über diese kleine Holzplanke zu kommen. Ja, schwimmen geht natürlich nicht. Kann ich überhaupt hier reingehen? Ja, hier kann ich reingehen und hier haben wir auch wieder einen Krug. So, genau. Wir starten uns mal wieder mit diesem Stab rum. Und hier können wir jetzt klein werden. Das passt doch schon mal ganz gut. So. Zack, zack, zack. Und ich sehe auch, da unten können wir rauslaufen. Boah, Vorsicht, Leute. Ich bin auch so klein. Nicht auf mich rauftreten. So, jetzt können wir hier rausgehen. Ah, das hat doch schon mal ganz gut geklappt. Ja, jetzt können wir hier natürlich rüberlaufen. Und schon sind wir an der Mühle, die hier direkt am Bach liegt. Jetzt müssen wir natürlich auch irgendwo hier reinkommen. Hat das Ding hier einen Hintereingang? Die Blumen sehen so verdächtig aus. Ja, es hat einen Hintereingang. Tatsächlich. Ja, und hier können wir auch wieder groß werden. Sehr nice. Oh, vorsichtig. Hast du einen Auftrag für einen hervorragenden Handwerker wie mich? Schaffe, schaffe, Häusle. Wenn wir hier fertig sind, geht es bei den Treppen weiter. Ja. So, hier können wir anscheinend auch als Minish hoch. Aber... Es hieß ja an der Mühle und nicht in der Mühle, oder? Aber wir werden nochmal wieder klein. Und zack. So. Laufen wir doch mal hinten raus. Denn hier können wir auch in das Haus rein, als Minish. Ah, und er liest auch schon ein Buch. Also würde mich nicht wundern, wenn wir hier schon mal... prinzipiell richtig sind. Als Minish können wir ihn natürlich jetzt nicht ansprechen, das ist klar. Hier brennt auch schon wieder ein Kamin, das heißt, den werden wir wahrscheinlich auch mehr oder weniger löschen. Ach, wo sind wir denn jetzt? Kennst du den geheimen Spruch, der zum Schatz führen soll? Über den reißenden Strom für deine schmale Brücke. Dann vorbei an den großen Wesen, neben einem wilden Wasserfall. Ist der geheime Eingang zu dem Ort, an dem der Schatz verborgen ist. Es soll ein Werkzeug sein, mit dem wir Minish riesige Dinge schieben können. Der Legende zufolge muss man von diesem Haus aus losgehen. Ja, das ist ja schon mal nicht schlecht. Bevor wir aber dieser Legende nachgehen, sollten wir mal gucken, dass wir erstmal das Buch hier auftreiben. Ich fürchte, wir werden hier gleich nochmal raus müssen und dann als... großer Link hier nochmal reinkommen. Fragmente vereinen? Wuff! Probieren wir es! Ich kann also mit einem Hund auf Fragmente vereinen, das ist ja mal... Das ist ja mal nice. Nee, das ist der auch nicht. Der müsste es sein. Genau. Ja, passen perfekt miteinander zusammen. Schau mal, was das jetzt gibt. Und... wieder ein Geheimgang, jawohl. Und das ist an der südlichen Ebene von Hyrule. Okay, das merken wir uns mal. Ja, sie passen perfekt. Wuff. Oh, Entschuldigung. Es ist... ich mache gleich Platz. Sorry, sorry.
Ja, okay, jetzt können wir nämlich auch diese Treppe, diese Leiter benutzen. Wenn der Hund mal auf den Weg geht jetzt, also jetzt nicht als kleiner Minisch, aber wir können sie dann prinzipiell schon mal nutzen. Keiner hat mich gefragt, warum ich die ganze Zeit den Weg versperrt habe. Die Menschen der Stadt sind höflich, aber auch ein bisschen komisch. Ah ja, ein bisschen passiv, Entschuldigung. War mir auch so, dass ich das irgendwie überlesen hätte. Ja. Macht der Hund denn jetzt auch Platz? Also wir können als Kleiner da sowieso noch rumlaufen. Er wackelt schon mal mit seinem Schwanz. Das ist doch schon mal gut. Egal. Wir werden erstmal wieder groß. So. Ah, genau, jetzt hat er Platz gemacht. Und jetzt können wir nämlich auch hier durchlaufen. Und. Ach nee, hier war ich ja schon. Moment, da unten wollte ich rein. So, wir nehmen noch mal ein bisschen Wasser mit. Oh nein, nicht schon wieder baden gehen. Denn der Kamin, der brennt hier an dem Haus. Den wollen wir ja auch löschen. So, da gehen wir jetzt mal rein. Was ist? Das Buch von der Bücherei? Oh, pardon. Nun gut, ich komme gleich. Ja, er liest doch immer noch da. Ich bin Blüm, der Minischforscher. Du meinst die Legende der Minisch aus der Bücherei? Ich habe das Buch schon seit ein paar Tagen nicht mehr gesehen. Sind vielleicht Mäuse in meinem Haus? Es muss hier irgendwo sein. Vielleicht kannst du es für mich finden. Ich muss weiter forschen. Ja, geh du mal weiter forschen. Dann suche ich mir mal hier das Buch. So. Kamin ist auf jeden Fall schon mal aus. Ah, okay. Jetzt habe ich den Schrank hier zusammengeschoben. Aber ich glaube, jetzt müssen wir hier wieder rüberlaufen, um klein zu werden. Das machen wir aber dann im nächsten Part, denn wir sind heute schon in einer vorangeschrittenen Zeit. Seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ich bin G6, ich bin raus für heute und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal.